Hallöchen, meine Lieben, eine ganz kurze Anmerkung, bevor ich jetzt diese Aufnahme hier abspielen lasse, wie auch immer. Ich weiß, dass, was rede ich eigentlich nochmal? Das hier, ja, Digimon World, wie man bestimmt am Titel, bestimmt schon am Titel lesen kann, ich kann heute nicht mehr sprechen, verdammte Scheiße. Ja, ich nehme das Ganze eben jetzt hier die Anmerkung am 13.07. auf, wo ich das Ganze rendere. Also wundert euch nicht. Und kurze Anmerkung. Ja, das hier ist die englische oder ich glaube die amerikanische Version gewesen. Die erste Aufnahme habe ich damit noch gemacht. Dann aber der liebe Mr. Prinz, man kennt ihn alle von Digimon Taishi Story. Und auch noch den anderen Spielen, die auch noch folgen werden, oder schon gefolgt sind, oder keine Ahnung, nee, noch nicht zu diesem Zeitpunkt, da ist er noch Mondschein noch fähig hochzuladen, Endgame. Er hat mir gesagt, dass die US-Version teilweise mehr verbuggt ist als die deutsche, außer diesen Agumon-Bug, aber da geht zum Beispiel irgendeine Jukebox, die ich überhaupt noch nicht kenne, und irgendwelche anderen Bugs, die ich jetzt schon mehr vergessen habe. Und ich habe mir eine gefixte ISO geholt, also wo der ISO, der Patch schon drauf ist, dass dieser Agumon-Bug nicht vorkommt. Und ich war übrigens selber in den Spielen noch nicht so weit, dass ich diesen Bug bemerkt hätte. Deswegen kenne ich den nicht. Also, aber ich habe eine gepatchte ISO. Das heißt, wir werden diesen Bug ab der zweiten Aufnahme nicht mehr sehen. Aber die zweite Aufnahme mache ich erst, wenn das hier hochgeladen ist. Wie gesagt, das ist übrigens mein Zeitnah-Projekt, also wundert euch nicht. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen und so weiter und so fort. Labe, 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 labe. So, 2 Minuten voll. Bis gleich. Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar wird das hier das Projekt, was regelmäßig, was machst du, Spiel? Ich will nicht, dass du nochmal die, okay, mach mal den Start-Button. Wird das das Spiel, was wir, wird das das Spiel, was wir regelmäßig aufnehmen werde und, rendern werde und hochladen werde, und zwar Digimon World 1, wie man sieht auf Englisch. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ihr wisst ja alle bestimmt, alle, die Digimon World gespielt haben auf Deutsch, Digimon World 1 auf Deutsch hat durch die Übersetzung einen ganz groben Bug bekommen. Ich weiß nicht, wie die das zustande bekommen haben. Die müssen da in den Skriptionen Scheiß fabriziert haben. Man kann an einer bestimmten Stelle nicht mehr vorbei, an einem Agumon nicht mehr vorbei, in ein bestimmtes Gebiet. Ich habe irgendwie noch nie so weit gespielt auf Deutsch, deswegen weiß ich das nicht. Und ich sag gleich, ich bin eine absolute Lusche in Virtual Pets. Auch in Digimon Virtual Pet. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem
Digimon Virtual Pet. Und ja. Ich habe Digimon World das letzte Mal, keine Ahnung wann, gespielt. Es ist so ewig lang her. Ich bin nie weit gekommen. Ich bin nur bis irgendwie, ich glaube, ist halt ein Namen von, ich weiß nicht mehr die Namen von den ganzen Digimon, das gibt's doch nicht. Also zu warum Digimon gekommen, ich weiß nicht, wie es hieß. Ja, ich weiß, ich bin fertig dafür, dass ich Digimon gerne gucke und gerne spiele, kann ich mich ja nicht so wenig damit aus, aber ich bin einfach nicht so mit Namen merken und naja, gut. Also da müsst und da ich das ja regelmäßig hochlade und aufnehme zeitnah, kann man das ja dann auch mir helfen und so. Deswegen habe ich auch das Spiel genommen, Leute. Da werde ich wahrscheinlich regelmäßig Hilfe brauchen. Und wie man auch schon hört, ja, die Sounds sind auch in Digimon Tales Story, in der Amati Story und vor allem Stories, was ich auch. Geil, coole Scheiße. So, jetzt funktioniert es ja wieder. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe alles gesagt. Battle Mode ist übrigens, ja, sozusagen der, ach nee, ich muss ja, stimmt ja, ich muss ja Dreieck drücken. Battle Mode ist sagen der Versus-Modus, also der Zwei-Spieler-Modus von Digimon World. Wir spielen aber das normale Spiel und beginnen natürlich ein neues Spiel. Und natürlich aus Slot 1. Ich hoffe, ihr habt noch genug Slots frei. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Wie viel wird denn eigentlich angezeigt? 15. Okay, na gut, Star Slot. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt hier schon Speicherstände auf der Memory Card drauf habe, aber egal. Na gut, Digimon und der Text ist ja man überhaupt nicht schlecht lesbar. Ich muss übrigens dazu sagen, ich spiele es auf dem Emulator. Natürlich, eine englische Version auf dem Emulator. Deswegen können solche Fehler auch gerne mal vorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal beheber bekomme, aber na gut. Dann kannst du einer was lesen. I'm Digimon. Tell me about yourself. Warum sollte ich eigentlich einem fremden Digimon irgendwas über mich selbst sagen? Aber egal. Do I have a Digivice? Ob das jetzt in-game oder RL gemeint ist, ich sag einfach mal nein, ich habe nämlich keine Digivices. Also ich habe keine Virtual Pets. Also die Digivices sind ja die Virtual Pets, ich zur Erklärung. Digimon hat damals nicht mit den Anime angefangen, sondern mit den Virtual Pets. Und, oder was andersrum, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie die Entstehungsgeschichte war. Ich glaube, es hat mit den Virtual Pets angefangen. Und auch, glaube ich, mit einem Manga, mit einem Manga-One-Shot. Und ich schreibe einfach mal nein, ja. I see. Do you have friends? Na klar, habe ich Freunde. Alright. What's your name? So, ich habe keine Ahnung, wie der Protagonist hier heißt. Deswegen, werde ich einfach mal, ich könnte eigentlich mal miteinander gucken. Das wäre eigentlich eine Idee. Bis gleich. Ich könnte jetzt mit dem Clear auffeigen für diesen einfallslosen Namen. Der Protagonist des Spiels heißt Hiro und werden wir es auch nennen, denn ich habe keinen Originalnamen, deswegen Hiro. Hiro, right? Yes. What's your Digimon's name? Ja, wie der Monster Digimon. Da ich nicht genau weiß, welches Digimon wir später bekommen werden, das wechselt sowieso immer, deswegen. Ach, wisst ihr was? Nennen wir es einfach nach unserem. Na gut, da würde ich jetzt schon wieder spoilern. Bahamut. Ich wüsste gern, welche Grafikeinstellung hier. Ach, das geht gar nicht. Baham. Nennen wir einfach Baham. Baham. So. Das ist etwas doof, aber nicht gut. So. Baham, right? Yes, halt Bahamut. Ich nenne es einfach Bahamut. Good name. There's other questions I have. See you later. Aha, okay. Na gut. Oh, ja, jetzt hatte ich mal wieder meine Fresse.
Das war irgendwie zu schnell zum Lesen gerade. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, ob der Sound so hoch zu sein hat, aber ich glaube, der spackt ein bisschen, obwohl die. Ich weiß nicht, ob die Musik so normal schnell sein soll oder ob das am NTSC liegt. Das ist nämlich in der NTSC-ROM, ROM sage ich schon, Image. Und ich glaube, das ist die Originalgeschwindigkeit von der Musik und nicht unsere deutsche Geschwindigkeit, weil die ein bisschen langsam ist nochmal. He arrived! It worked! Poyomon, wer war Po... Ach ja, genau, Poyomon da. A human, just like a said, Chizzy. Tsch, he's getting up. Hä? Wer mal? Welcome to Digimon World. Ja, eigentlich tut er... Ach, egal. What? Yikes! Ja, kann nicht so. What's the matter? Where are you guys? These are Digimon. What? I thought you knew about Digimon. I got it. This is a dream. It's not a dream. Hey, wait, you're Tokomon. This is a realistic dream. Das ist ein realistischer Traum, was war da? Hero, this isn't a dream, but it's not a real either. What are you talking about? Who are you? I am Digimon. I don't know of any Digimon by that name. There are more Digimon that you know of. This is Digimon World. Digimon World? This world is not a dream, or not is it real. It's our world. Gee, it looks too real to be a dream. Look behind you. You see what I mean? What? Is this Bahamut? I remember now. I got sucked into the Digimon keychain. Was solle? Digimon keychain. Na gut. That's right. Why am I here? Ja, mein Englisch ist nicht das Beste. Come to my house, I'll explain. Digimons Haus. Ich liebe übrigens den Soundtrack von Digimon World. I invited you here to save us. Save you from what? We are in File City. It's the center of File Island. Also ja, File Insel halt. A city here? Ich weiß irgendwie nicht übersetzen die Namen, deswegen. Well, it was a city. There used to be all kinds of Digimon lived, who lived here. Digimon started to lose heart and moved out of the city. What do you mean? I'm not sure what caused it. Digimon started losing their speaking skills. Some of them still talk, but they are at blah, 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 but they all forgot that they lived here. That's what you mean by losing heart. Ich muss echt mal gucken, wer das hier. Komische Schrift ist, aber egal. It's dangerous if you. It's dangerous to go for. To go alone, wollte schon sagen. If you do nothing, it's dangerous to go alone. Take this Digimon! But why me? Ja, weil du ein Tamer bist und irgendwie, keine Ahnung. You are good at raising Digimon, right? Das ist aber irgendwie auch alle anderen Tamer. I'm good at it, alright? Don't you realize that you're speaking Digimon?
Er redet Digimon, hm? Hä? No way. I'm speaking plain old English. Ah, ja. Deutsch halt und Englisch. To us, it sounds like Digimon. That's right. In this world, your love for Digimon will give you strength. Thanks. Das ist eine komische Antwort. Thanks. That's why I choose you. You can rely, was? Nee. So as rely, keine Ahnung. You can rely all the Digimon on the island. Keine Ahnung, was das heißt so. What? Hm? You can count on me. Ja, wie der Protagonist einfach mal so hier. Ja, mache ich schon. Ist klar, ich hab ja nichts Besseres zu tun, als außer als nach Hause zu kommen. Alright. Thanks, your only hope. Weil ihr so blöd dort irgendwelche anderen Leute hier reinzuziehen oder was. Wer du als Tat. Take Bahamut and explore the island. Find the cause of this danger and get Digimon to come back. Das sollte gleich verborgen sein irgendwie. Let's go, Bahamut. Welt erhelfen finished yet. Er geht einfach mal so los, ey. Oh Mann. Na gut, kann ich ja. Ich kann nicht im Konto. Na gut. Ja, das ist aus dem Eigenal von unserem Digimon, das einfach mal so. Weil einfach mal so sinnlos rumläuft und. Na gut. Also dann wollen wir mal hier die Stadt erkunden. irgendwann wird euch das hier alles schon irgendwie bekannt vorkommen, wenn wir das schon dann nämlich weil Storys irgendwann mal hochlade, aber na gut. Hier, ich kann nicht über Türen laufen. Ich bin zu doof, über Türen zu laufen. Na gut, wenn wir uns erstmal das Menü angucken. Nee, das ist Pause. Ach, das ist das Menü. Okay. Wir run, day run. Okay, ja, eins, Tag 1. Item, Digimon, Player. Praise God. Also, das soll loben und, ja, halt, beschimpfen oder, rügen. Ja, rügen. Schlafen. Warum schlafen? Also, Item. Was haben wir denn für Items? Gar keine. Wir sind irgendwie voll, ah, er guckt sogar. Sehe ich das richtig? Geil, was für Details. Er guckt so in seinen Rucksack. Haha. Ah ja, deswegen liebe ich ja solche Spiele. Ah, schöne Details. Digimon, Status, Profile und Tech. Okay. Bahamut, Digimon, Agumon, Spezial. Keine Ahnung, was das was das für. Sag schnell, für Zeichen sind. Type. Ich glaube, ja, das ist, ja, das ist halt, wie heißt's, Virus oder, Serum oder, Datei. Und der ist halt Serum. Agumon ist Serum, ja, klar. Active Day, aktiv. Keine Ahnung, was das heißt. Age Zero Rate 15. Ich weiß nicht, was das die ganzen, hier, die ganzen Werte zu bedeuten haben. Ich habe eben schon absolut keine Ahnung von dem Spiel. Also man könnte sagen, das Spiel ist eigentlich blind. Leben 3. Ja, das ist das Problem, wenn wir, wenn der Digimon zu oft stirbt, ich glaube, dann gehen wir Game Over oder so. Und naja, Happiness, Disc, keine Ahnung, was Disc heißt. Ich weiß es nicht. Verse, auf jeden Fall, das ist, wenn, ob es kacken muss oder nicht. HP, MP, Offensive, Defensive, Schnelligkeit und Brains. Keine Ahnung, was Brains ist für einen Wert. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann auch noch früh genug rausfinden. Oder ihr sagt es mir. Spitfire können wir lernen. Haben wir. Spitfire, also kleiner Feuerball. Oder wie es auf Deutsch heißt. Wie heißt es denn auf Englisch? Oder ist das auch kleiner Feuerball? MP30. Es gibt sogar Magiepunkte. Also AP. Tech Help. Technik Select Help. Select Choose to Select Tech. Cancel, X, Deselect, Tech, Gun, Mastered, Unmastered, Unusable, Unusable, Selected. Mhm. Das heißt also, heißt das wie lernen? Wir können die auch lernen? Oder was? Dauerhaft lernen oder wie ist? Ich denke mir das so, wenn ein Digimon die dann lernt, der kann es auch als anderes Digimon die dann verwenden oder so ähnlich, denke ich mir mal. Nee, falsche Taste, ich will das da. Player, was ist denn da? Name Hero, Level 0, Amateur, Raced Run, Bits 0, Time 08. Ja, da führt irgendwie nur davor. Items, Medals, Chart. Also, es gibt anscheinend. Okay, Agumon.
Wow. Es gibt anscheinend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, Digimon, den wir bekommen können. Es ist eigentlich so viel wie Pokémon, aber es ist für so ein Spiel, was was Breeders Digimon so eine verdammte Komplexität hat, die noch nicht mal annähernd irgendwie, fast nicht annähernd Pokémon damals hatte. Gut, jetzt hat das auch die EVs und DVs, aber es war noch nicht ganz so komplex eigentlich von Metal Charts. Genau, das ist keine Ahnung, wie viele die Metal sind, ich weiß es nicht. Kart, wir können Karten sammeln. Okay, also das Spiel ist doch komplexer, als ich früher gedacht hätte. Und das ist vielleicht nicht ganz so gut, da werde ich jedenfalls dran setzen. Na gut, Juramon. Das Spiel kenne ich jetzt nicht ganz genau, ich weiß nicht, welches Digimon das war. Genau, okay. Okay, I'll explain to you the surroundings of the city. Native forest surrounds the city. Heimat, right, halt, den kennt man ja. The Digimon around there are not very strong. Ja, übrigens, der Heimatort ist übrigens auch das Gebiet gewesen, wo die Digiritter in der ersten Staffel gelandet waren. Das war wirklich der Heimatort. Das weiß vielleicht jeder, dass es der Heimatort war, aber na gut. There's a training camp on the west side. I think you will go there often. Tropical Jungle is on the east side, across the river. Wir alle würden hier mal einfach mit T beginnen. Und jetzt einfach mal E. Voll hier. Combo Breaker! Amber. I don't know what's past then. There's a mountain and a lake on the west side, and it's a dead end. If you keep going south, there's an ocean. And there's a high mountain in the north. It's also a dead end. Since the city is the center of the island, there must be waste areas in the north. I'll check out the rumors about the outside area. Come back and find out more. Okay, ja, das Spiel ist verdammt lange, glaube ich. Und ja, Bahamut, schön, du schreist hier rum wie so ein Bekloppter und keine Ahnung. Da 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 da. Ich erkunde ein bisschen die Stadt. Da, da, und es war schon wieder nachts. Was soll er? Talamon, would you like some meat? Oh, I'm sorry, I forgot to explain. This is a meat farm. We grow meat for everyone. You grow meat on a farm? Ja, voll logisch. Ist auch immer so logisch. Bei uns wächst auch einfach so Fleisch auf der, auf dem Feld. Jetzt, what's wrong? Nothing. It's alright. Geh mal bitte ganz weit weg von mir. Irgendwie bist du nicht mal ganz im Schucke, glaube ich. Egal. Please continue. Gigi and I decided to give you their pieces, three pieces of meat a day. So, here's today's meat. I got three pieces of meat. Yay! Damit können wir unser Bisbee. Damit können wir übrigens unser Digimon füttern. Ich weiß es nicht, woran sieht man denn, weil er Hunger hat. Sollte es das Diskeisen oder was? Kann sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Musik so in Ordnung ist, aber. Da geht's weiter. Hat der Hunger oder was? Er scheint Hunger zu haben. Wo sehe ich denn bitte, wo er Hunger hat? Also ich sehe nur blink, bip, wip, bounce, 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 bounce. Na, ich gebe dir einfach mal was jetzt. Use, move, sword, drop. Use. Nam, 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 nam. Nya, nya. Oh, die Digimon sind so süß in den Spielen. Da 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 na 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 na. Ich weiß nicht, übrigens nicht, was das Maximum ist, was man Items tragen kann. Ich denke mal 99. Wo gehen wir hin? Gehen wir erstmal nach unten. Da da. Oh, es stehen mir die noch im Weg, komm ey. Es gibt so ein Tier. Da 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 da. Wer hilft dir durch die Gegend? Ach, Tsunomon. Hallo Tsunomon. Say, did you know there's a broken bridge in the east part of the city? We didn't think anyone would ever use it, so we didn't do anything about it. Ist halt wirklich sehr schau. We're thinking about fixing it on our own.
Until then, go check the rest and solve sections. Then come back and see me. Mhm. Ihr seid da wirklich sehr schlau, ne? Da kann ich lang. Nein, kann ich nicht. Da ist unsichtbare Mauer. Oder kein Weg. Keine Ahnung. Da, 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 dum, 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 da, dum, da, dum. Wie funktioniert ja eigentlich bitte die Uhr? Ich verstehe das nicht ganz, die Uhr. Ach, ist es jetzt, keine Ahnung, 5 Uhr nachmittags oder was? Jetzt bin ich auf einem Native Frost, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ah, nein, 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 Freundchen, du lässt mich zufrieden. Wer auch immer du, was immer du für ein fremdes Argument bist, ich will nichts hören von dir. Du lässt mich erstmal zufrieden. Also anscheinend hier geht's nicht irgendwie mit jemandem zu reden oder so. Gehen wir also mal nach links. Da ist, glaube ich, jetzt Trainings. Trainingscamp. Queen Gym. Grünes Trainingscamp. Ah ja, okay. Hi, I'm Koraman. Koraman. Shishi told me to tell you about training. Wanna ask me something? What's training? If you train here, you can boost your Digimon's abilities. Training makes you tired, but you get more out of it than actual battle. Also for a very rare, you can master new techniques. I'll tell you more about techniques next time. Ja, bla 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 bla. Teach me how to train. There are 6 training stations. Yeah, and they have signs nearby. Try pushing X in front of the sign. Ja, unser Held hat natürlich auf seinen Arm einen Controller reingemacht bekommen. Zwischen voll schön und so. Read the signs and you know which ability you can boost. Immer dieses Breaking the Fourth Wall, meine Güte. Depending on the Digimon's speciality, some abilities are boosted more than others. You won't know for sure until you try for. Keine Ahnung. After beginning, choose normal and train for an hour. By training with Dreieck, you can fast forward time. Oh yeah, I have to tell you about bonus try. If the successful bonus strike greatly boost your power, but a little if you fail. Try it once and you'll see. Okay. Was ist das? Sign. Training tree striking. Begin. Explain this one. Strike a tree to a practice. Greatly boost offenses, power and speed. Mhm. Great. Keine Ahnung. Was ist das? Boulder moving. Explain. Boost power by pushing against boulder. Boost max HP and self offensive power. Aha. Was ist das? Punching glove. Explain. Gain strength with punching machine. Boost defensive power and brains. Alle anderen, dass das Gehirn steigert. Das ist ja irgendwie. Na egal. Training running. Explain. Run around curse. Greatly boost speed and max XP. Max HP. Verdammt nochmal. Ich kann. Nein, ich will nicht quit. Ich will nicht. Fangen wir erstmal lesen. Alles. Was ist das? Heroes Classroom. Hero will teach many things. Boost brains and max MP. Aha. Oh Gott, da werden wir uns noch sehr lange mit dem Spiel beschäftigen, das sag ich euch. Waterfall. Ich werde übrigens versuchen, das hier alles auf einen, als eine auf, einen Part hochzuladen. Explain. Get hit by Waterfall. Boost maximum MP and defenses power. Warum sollte das eigentlich die MP erhöhen? Das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie unlogisch. Egal, mein Controller setzt sich regelmäßig aus, das ist weniger schön. Ich weiß nicht. Was machen wir denn? Machen wir einfach mal zum Probe Boulder Moving. Beginnen. Was hat das nochmal? Na komm. Auch der Controller, der spielt mal wieder rum hier. Explain. Max XP, HP und Offensive Power. Dann machen wir das mal. Begin normal.
angekündigt, den ganzen Tag zu gucken. Nein, ich spiele natürlich vor. Na komm, ich vor. So. AP plus 80, Offensive plus 2. Ah, okay. Und er muss kacken. Das ist weniger schön. Na Tom, dann geh mal zum Kakomaten. Kakomaten, geil. Sehr lecker, mein Freund. Übrigens digitieren die Digimon natürlich auch. Das Problem ist aber, man muss natürlich bestimmte Werte haben, damit er bestimmte Digimon kriegt. Und ich habe es immer vermasselt, habe immer Dingesvieh bekommen, Kackhaufenvieh, Namen vergessen, scheiße. Ich weiß nicht mal den Namen von den Digimon. Das ist ja wirklich sehr geil. Wer bist du denn? Wow! What? No? Okay, let's fight. Battle! Your call! Ah, ja, okay. Und wie wechsle ich zwischen den Sachen? Nee, das will ich nicht. Na komm, greif an! Also dieses indirekte Kampfsystem, ne, das geht mir Soßen auf den Keks. Na komm, greif an, ey, mein Gott. Es dauert immer ewig, bis das Digimon angreift. So, geht doch. Und tot. Yatta! Komisch, dass sie das japanisch belassen haben. MP plus 1, Defensive plus 1, 100 Bits. Schön, dass ich jetzt nicht mehr selber drucken durfte. Und Ack, keine Ahnung, was Ack heißt. Ach, Agumon, nee. Agumon dropped SM Recovery. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. I lost rats. Ratten? Ja. I should invite him to the city. Excuse me. Could you come to the city? What? City? You mean that old place? Well, well, okay. I'm Agumon. Nice meeting you. Na gut. Agumon Journal City. Yay. Alright, it pays to try. I'll keep on asking. So, na gut, dann mal das aufnehmen. SM. Boah. SM Recovery. Das ist, also Small Recovery Disk. Das ist eine kleine Heildisk, soll das sein. Kleine Heildisk. 500. Oh, pff, ist auch nicht viel. 500 HP. Wir verhalten unser Digimon maximal. 880. Und es hat, es wird nicht geheilt. Ja, geile Scheiße. Lecker, lecker, lecker. Was laber ich? Ich weiß es nicht. Warum laufe ich schon wieder ins Green Gym? Ich weiß es nicht. Weil ich keine Orientierung gesehen habe. Und irgendwie ist das Spiel immer noch ziemlich laut. Ich weiß nicht wieso. Warum ist hier ein Betamon? Ne, Modoki Betamon. This is my territory. Ah, komm, wir legen uns nochmal dich richtig an die, so richtig. Bis auf die Fresse, ey, bis auf die Fresse. Nein, das mache ich nicht. Das sollte man, glaube ich, nicht so oft machen. Da. Boah, wie ein einfach zusammenbisch. Da hab ich ja gar nichts umzukommt. Geil. Da. Ich hasse indirekte Kampfsysteme. Aua. Aua! Ja, ist klar, ne? Ja, das ist ja auch, ja. Ja, ta! Ja. Ich muss sagen, es war auch Wasserelementar, glaube ich, deswegen hat es einen Vorteil gegen uns gehabt. Na gut, und da, du kriegst schon wieder Hunger, das gibt's nicht, du verfressenes Mistvieh. Also echt Barbarmut, du frisst zu viel. Nom, 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 nom. Ja, ja. Ich kann das Geräusch nicht nachmachen, egal. Ja, aber Leute, ich glaube, ich mache erstmal Schluss für heute. Wo kann ich denn eigentlich speichern? Ich glaube, ich guck mal bei Digimon. Ich glaube, da könnte man fest abspeichern. Ich würde aber trotzdem mit Selbsttest auch speichern. Da. Eigentlich könnte ich ihn mal eben loben für das, was er gemacht hat. So.
dann ist das eigentlich auch ganz gut so, weil man sollte die Digimon, glaube ich, auch mal regelmäßig loben. Ansonsten ja, sind die wütend auf einen, ne, und so, und dann ist das schlecht. Und dann werden sie vielleicht nach so einem Scheißhaufen Digimon. Und das wäre nicht so schön. Kann ich ja speichern. Komm. Was soll die Steuerung jetzt? Was ist das Machine? Oh, that is a safe machine from Memory Card Battle Data. Was für ein geiler Name, ey. You sind good machine. You can save your current partner's data for battle. Just press X. And the machine will tell you what to do. Okay. Da, ba, 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 bam, ba, bam, ach, das ist kein richtiger Speicherpunkt. Hier ein Speicherpunkt. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Was soll das? I'm Ponyman. Why don't you rest here a while? 1 hour rest recovers HP, MP and lowers tiredness. Don't rest. Momentan, ich will eigentlich speichern, Leute. You can have this. Good luck. I got loads of items. To look up items, press, ja, bla bla, das kennen wir schon. Items, was haben wir denn bekommen? Meet 4, es sind, Bro, MP Floppy, Recover plus 500 Magic Bonds, okay, Restore, Medicine, Close Wounds and Sickness, Bandage, Close Wounds and Some Sickness. Aha, okay. Da dam da dam da dam. I tell you about Digimon's life. When Digimon gets hungry, he will tell you. He also needs to go potty. Make sure he does it in the toilet. Digimon gets sleepy and needs sleep, but you have to make him sleep. Don't try to keep him up for too long. He may get tired, sick, or just get upset. He's kinda delicate. Since Digimon are wild creatures, they should praise or scold them. Whatever you do, pay attention to what your Digimon is doing. Ah, okay. Na 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 na, wo kann ich speichern? Verdammt nochmal, das ist aber kein Speicherpunkt hier, oder? Ach, wir speichern einfach mal. Irgendwie, keine Ahnung, ob das richtig war oder falsch. Wo kann ich speichern? Oder kann ich hier speichern? Bei dir. Ah, bla bla bla, Rest. Ich weiß nicht, ob das ist, ob ich das speichern kann. Wo kann ich denn speichern? Was soll denn das? Ach, Leute, ich mache jetzt Schluss heute. Ich speichere per Save State. Ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Digimon World. Die englische Version, aber was soll's. Ist mindestens bugfrei und ja, gut. Das war's dann erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.